Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Wir haben heute Folge 181 und wir wollen ein Thema besprechen, den Anfang einer Geschichte oder eine Rede von Jesus mit seinen Jüngern, ein Gespräch, das wirklich an die Grundfesten unseres Glaubens geht, das wirklich an die Fundamente des Reiches Gottes geht. Eine Geschichte, die uns wahrscheinlich mehr betrifft, als wir auf den ersten Blick vielleicht zugeben würden. Und eine Geschichte, bei der wir wieder ganz viel von Jesus lernen können. Und bevor wir das tun, möchten wir ihn einladen, dass er unsere Gedanken lenken kann durch den Heiligen Geist. Und wo es möglich ist, wollen wir gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir sind viel zu schwach und unwürdig, deine Worte aus eigener Kraft verstehen zu können. Aber danke, dass du das gar nicht von uns forderst. Danke, dass du mit deinen Worten eine Kraft schenkst, dass dein Heiliger Geist von dir gesandt ist, damit wir alles verstehen können, wie wir es brauchen. Und Herr, deswegen möchten wir dir danken. Wir möchten dir danken, dass du eine Botschaft für uns heute jetzt hier hast, dass wir sie aufnehmen können, dass dieses Wort nicht fern ist, sondern ganz nah in unserem Mund, in unserem Herzen, sodass wir es tun können. Und Herr, wir möchten dich einladen, in uns zu wirken, dass wir uns Gedanken machen über uns selbst, dass wir bereit sind, uns selbst zu erforschen, ob das, was wir lesen über die Jünger, auch auf uns zutrifft und dass wir dann auch die Kraft deines Evangeliums für uns in jedem einzelnen Punkt in Anspruch nehmen dürfen. Und dass wir dich besser verstehen und dir gleichgestaltet werden. Herr, das bitten wir dich von ganzem Herzen im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Lukas Kapitel 9. Wer von euch weiß noch, was wir das letzte Mal, also letzte Woche, betrachtet haben, welche Geschichte wir angeschaut haben? Ihr erinnert euch vielleicht, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Sie hat eine geheime Reise gemacht durch Galiläa. Und letztes Mal haben wir gesehen, wie Jesus nach Kapernaum kommt. Ja, und Petrus abgefangen wird von wem? Weiß jemand von euch noch, wer das ihn abgefangen hat und ihn zur Rede gestellt hat? Das war nicht in Lukas, das war in Matthäus. Das waren diese Steuereintreiber. Könnt ihr euch daran erinnern? Und um welche Steuer ging es da? Um die Tempelsteuer, die 2 Drachmen. Und was hat Petrus gesagt? Bezahlt Jesus die Tempelsteuer? Ja, natürlich, hat er gesagt. Aber er hat nicht nachgedacht, weil das war eine Falle, denn die Tempelsteuer sollte ja, wer die Tempelsteuer zahlte, machte damit klar, dass er kein Kleriker war, also kein Prophet, kein Priester. Und wir haben darüber gesprochen, wie Jesus dann ihm eine wertvolle Lektion zeigt, als Petrus zurückkommt und ihm davon erzählt und Jesus ihm deutlich macht, eigentlich muss ich nicht davon bezahlen, ich muss nicht diese Tempelsteuer bezahlen, aber ich bezahle sie trotzdem, aber mache deutlich, dass ich göttlich bin, dass ich sie nicht bezahlen muss. Also wir haben gesehen, Jesus hat kein Prinzip der Wahrheit kompromittiert und gleichzeitig hat er keine Diskussion gesucht. Er hat keine Auseinandersetzung gesucht, aber hat niemals Kompromisse mit der Wahrheit gemacht. Und so zahlt er die Steuer, aber protestiert gegen die Annahme, dass er sie zahlen müsste. Er zahlt sie freiwillig. Und dann gibt es noch diese tolle Geschichte, wie diese 2 Drachmen denn, wo die herkommen sollen. Was sagt Jesus zu Petrus? Genau, geh an den See, fange einen Fisch und in dem Fisch ist dann ein Stater. Und dieser Stater hat insgesamt 4 Drachmen, also für Petrus und für Jesus. Nun, was hat wohl Petrus gemacht? Er ist an den See gegangen. Und wir nehmen die Geschichte jetzt auf an der Stelle, wo Petrus an den See geht, während er am See ist und danach angelt, entspinnt sich jetzt ein Dialog mit Jesus und den anderen 11, oder es entspinnt sich kein Dialog, muss ich zurücknehmen. Jesus stellt seine Jünger jetzt zur Frage. Denn, ihr erinnert euch, und das noch ganz kurz als Wiederholung, bevor sie nach Kapernaum gekommen sind, waren sie auf einer geheimen Reise durch Galiläa. Ja, sie haben da eine Reise gemacht, aber sie wollten nicht bekannt, also Jesus hat sich jetzt nicht in die Öffentlichkeit begeben. Warum? Er wollte den Jüngern etwas mitteilen. Was hat er versucht, den Jüngern auf dieser geheimen Reise zum zweiten Mal mitzuteilen?
über sein Leiden und dass er sterben würde und dass er ausgeliefert werden würde, diesmal sogar. Und wie viel haben davon die Jünger verstanden? Gar nichts. Und wir haben es damals schon angedeutet, dass es dafür einen Grund gab. Es war nicht ihr Intelligenzquotient, sie war nicht zu dumm. Es gab einen anderen Grund und der wird jetzt ganz deutlich. Schaut mal mit mir in Lukas Kapitel 9, Vers 46. Lukas 9, Vers 46, wer mag den mal lesen? Genau, da gibt es einen Gedanken, der plötzlich sich einschleicht, sagt die Schlachter. Was ist der Gedanke? Was ist die Frage, die sie haben? Wer ist der Größte? Übrigens, das Wort Gedanke ist das griechische Wort Dialogismus. Welches Wort, das wir kennen, steckt in Dialogismus? Dialog, genau. Es war also nicht nur ein Gedanke, sie haben was gemacht? Sie haben miteinander gesprochen und Ellen White sagt, es war ihnen ein bisschen peinlich, deswegen haben sie ein bisschen getrödelt, auf dem Weg schon, ja, als sie auf dem Weg nach Kapernaum war, und Jesus ist nach Kapernaum gegangen und sie blieben so ein bisschen zurück, so ein bisschen langsam, nicht wahr, und haben jetzt miteinander diskutiert, ja, wer wird jetzt eigentlich Ministerpräsident? Ja. Übrigens, die Tatsache, dass sie darüber diskutiert haben, beweist, dass niemand Jesus so verstanden hat, dass Petrus der Fels ist, oder? Denn kurz zuvor hatte ja Jesus gesagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und wenn die Jünger gedacht hätten, dass damit Petrus gemeint ist, hätten sie nicht diskutiert. Dann wäre klar gewesen, Petrus ist der Größte. Aber die Tatsache, dass sie hier diskutieren, nachdem Jesus das gesagt hat, beweist, dass Jesus nicht Petrus gemeint hat, sondern sich selbst. Ja? Okay, also warum, jetzt könnt ihr mir sagen, warum haben sie also die Leidensankündigung von Jesus nicht verstehen können? Wenn wir diesen Vers hier lesen. Warum haben sie, als Jesus ihnen versucht zu sagen, hey, wir gehen nach Jerusalem und ich werde ausgeliefert und ich werde leiden und ich werde gequält werden und ich werde sterben. Warum konnten sie das nicht verstehen? Ganz genau. Ein stolzes Herz hat kein Verständnis für Selbsterniedrigung. Ein stolzes Herz begreift keine sich aufopfernde Liebe. Ein stolzes Herz kennt nur ich. Es war ihr Stolz, der sie unfähig gemacht hat, diese lebenswichtige Botschaft überhaupt zu verstehen. Jesus hat sie gesagt, er hat sie zum zweiten Mal gesagt und sie haben es gar nicht begreifen können. Die Frage ist, wie oft sitzen wir vielleicht in einer Predigt und da werden lebenswichtige Botschaften gesagt und wir hören sie zwar, aber wir begreifen sie gar nicht. Nicht, weil wir zu dumm sind, auch nicht, weil wir zu wenig Bibel gelesen haben, sondern weil wir in Gedanken irgendwie uns höher einschätzen als jemand anders. Das ist eine ernste Sache. Denn das waren ja Jünger Jesu, das waren seine engsten Mitarbeiter, die dachten, sie sind schon ziemlich weit in geistlichen Dingen. Ja, sie dachten schon, wir sind bereit, bald jetzt hier die Regierung zu übernehmen. Ja? Aber sie haben nicht mal das Wesentliche verstanden. Wisst ihr, wie wir auf die Idee kamen? Ich meine, Jesus hat gesagt, wir gehen nach Jerusalem, ich werde leiden, ich werde sterben. Wie kommen die da auf die Idee, dass sie jetzt einen Ministerposten haben können? Ellen White sagt, es war der Satz, ich gehe nach Jerusalem. Als sie gehört haben, wir gehen nach Jerusalem, haben sie alles andere ausgeblendet und gedacht, naja, wenn wir nach Jerusalem gehen, vielleicht kann ja Jesus doch König werden. Das nennt man selektive Wahrnehmung. Jesus sagt A, B, C, D, E, F, G und ihnen gefällt D. Und jetzt hören sie noch D, 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 D. Wir nur noch diese eine Sache und verbinden das mit ihrer eigenen Meinung. Und das, was ihnen nicht gefällt, das lassen sie beiseite. Was meint ihr, wie oft das uns passiert? Dass wir im Wort Gottes etwas lesen, das gefällt uns und darauf konzentrieren wir uns und dann lesen wir etwas, das gefällt uns nicht und das nehmen wir gar nicht mehr wahr. Ja? Und das liegt an dem Stolz in unserem Herzen. Nun, gehen wir zu Markus 9 in den Parallelbericht. In Markus Kapitel 9 und dort lesen wir Vers 33. Also hat Jesus gewusst, was sie da so im Verborgenen miteinander diskutieren?
Also er hat zwar nicht vielleicht physisch gehört, er ist einfach weitergegangen, aber Jesus wusste es die ganze Zeit, oder? Und während jetzt Petrus an dem See ist und diesen Stater da aus dem Fisch raus, also aus dem, mit dem Fisch da rausfischt, lest mal mit mir in Markus 9, Vers 33. Wer mag mal lesen? Markus 9, Vers 33. Genau, also von der Chronologie ist es so, er kommt an, nicht wahr? Er kommt nach Kapernaum, seine Jünger kommen so ein bisschen später, nicht wahr? Der Petrus wurde noch aufgehalten, Petrus sagt, naja, der muss, er zahlt die Tempelsteuer, dann kommen sie ins Haus, Jesus spricht erst mit Petrus, ja? Dann lässt er Petrus an den See gehen und dann fragt er die anderen, sagt mal, was habt ihr eigentlich gesprochen auf dem Weg? Warum fragt Jesus das? Fragt er, weil er neugierig ist? Ist Jesus... Genau, sie haben sofort gemerkt, er weiß es, oder? Aber ist es nicht interessant, wie höflich Gott ist, dass er oft Fragen stellt? Kennt ihr noch ein Beispiel, wo Gott eigentlich schon weiß, was geschehen ist und er trotzdem als Frage formuliert? Wo bist du, Adam? Ja? Hast du etwa von dem Baum gegessen? Oder wo ist dein Bruder Abel? Oder geh hin und hol deinen Mann. Ja? Also das ist so eine ganz interessante Eigenschaft von Gott, diese Höflichkeit. Er fragt sie, was habt ihr unterwegs miteinander gehandelt? Die Bibel macht sehr deutlich, er kennt unsere Gedanken, oder? Das haben wir letztes Mal gesehen, als Petrus zurückkommt in das Haus. Wer fängt das Gespräch an, Jesus oder Petrus? Jesus. Jesus sagt, sag mal Petrus, wie ist das eigentlich? Von wem nehmen die Könige die Steuer? Ja? Jesus wusste genau, was Petrus außerhalb des Hauses gesagt hatte und hat die sofort angesprochen, um deutlich zu machen, ich kenne eure Gedanken. Auch die anderen Jünger wussten sofort, Jesus kennt unsere Gedanken, oder? Sie hatten es einfach nur vergessen, dass er sie sowieso hört. Sie haben geredet und haben gehofft, er hört sie nicht. Manchmal geht es uns ja auch so, ja, dass wir so Dinge sagen und sagen, naja, hoffentlich kriegt es keiner mit. Und dann merken wir, Gott weiß doch eh alles, oder? Ja. Ganz genau. Können wir mal lesen, Psalm 139 und dort Vers 1. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es gibt kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Und das erleben die. Also die wissen, er hat alles mitbekommen. Und wir haben im Leben von Jesus öfter gesehen, auch es heißt in Johannes 2, dass Jesus sich keine Menschen mitzuteilen brauchte, weil er wusste, was die Menschen ist. Und die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 13, dass wir es, können wir kurz noch lesen, Hebräer 4, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wie haben sich jetzt wohl die Jünger gefühlt, als sie merken, Jesus weiß genau, was sie gedacht haben? Er hat von Tod und Selbsterniedrigung gesprochen und sie haben jetzt Pläne, Ränke geschmiedet, wer jetzt da welchen Posten haben kann. Wie haben sie sich wohl gefühlt? Ah, ertappt, ja. Und manchmal geht es uns vielleicht auch so im Leben, ja, dass wir plötzlich merken, Gott weiß eigentlich, was ich denke. Er weiß, wie ich schlecht über jemanden denke. Ich weiß, wie ich mich selbst höher einschätze. Eigentlich ist es total peinlich, ja. Wer sind wir, dass wir so denken? Was haben die Jünger gemacht? Schaut mal in Lukas 9 und dort Vers 34. Was war ihre Reaktion? Lukas 9, Vers 34. Wie haben sie reagiert? Wer mag mal lesen? Ach, Entschuldigung, nicht Lukas 9, Entschuldigung, Markus 9, Verzeihung, das war mein Fehler. Markus 9, Verzeihung. Ja, genau, Markus 9, Vers 34, sorry. Genau, was ist Ihre Reaktion? Sie schweigen. Das Interessante ist, Ellenweit sagt, die Gegenwart von Jesus und seine Frage hat die ganze Sache in ein neues Licht getaucht. Sie haben über ein Thema gesprochen und da war Jesus scheinbar nicht dabei und sie haben einfach so ihren Gefühlen freien Lauf gegeben. Als sie über dasselbe Thema jetzt nachdenken und Jesus ist gegenwärtig und sie machen sich bewusst, Jesus ist da, denken sie ganz anders oder zumindest fühlen sie sich jetzt beschämt. Wenn wir mehr darüber nachdenken würden, dass Jesus gegenwärtig ist, wenn wir uns die Gegenwart Jesu bewusst machen würden, würden wir viele Dinge in einem anderen Licht sehen.
Elmert sagt, die Gegenwart Jesu machte das alles in ein anderes Licht. Und jetzt war es Schande und Selbstverurteilung, die sie jetzt leise sein ließ. Und nun, jetzt schauen wir mal in Matthäus 18, Vers 1. Also sie sagen erstmal gar nichts. Und ellenweit, also in der Bibel scheint, also ist es nicht gleich sofort offensichtlich, aber ellenweit tut das dann im Leben Jesu alles zusammenpuzzeln. Sie sagt, die waren jetzt also still, aber dann als Petrus zurückkommt, ja, mit dem Gold, also dem Silberstück im Maul des Fisches, ja, weil er sagt, schaut mal hier, was ich gefangen habe, ja, ein Fisch mit einem Stater, ja, und da in diese etwas peinliche Situation reinplatzt sozusagen, als er dann zurück ist, dann kommt jeder Moment, wo sich einer der Jünger jetzt doch traut zu fragen. Schaut mal in Matthäus 18, Vers 1, weil sie schämen sich zwar, sie wissen auch irgendwie, es ist nicht richtig, aber trotzdem liegt das irgendwie ihnen auf dem Herzen. Ja, sie wollen es irgendwie trotzdem wissen. Jetzt schaut mal in Matthäus 18, Vers 1. Wer mag mal Matthäus 18, Vers 1 lesen? Matthäus 18, Vers 1. Genau, also bisher hatten sie das unter sich besprochen. Ja? Jetzt waren sie in der Gegenwart Jesus, sie haben sich geschämt, aber das Problem ist noch nicht gelöst. Ja? Also fragen sie ihn. Und wisst ihr? Wir dürfen auch unsere dummen Fragen an Jesus stellen, also die vermeintlich dummen Fragen. Wir dürfen sie Jesus stellen, damit er uns etwas beibringen kann. Die fragen jetzt also, okay, wie ist das jetzt? Wer ist der Größte? Ja, das interessiert uns. Ja, wie wir gesagt haben, Stolz verblendet unsere Augen für selbstlose Liebe. Wer sich selbst erhöht, kann sich nicht vorstellen, dass jemand anders sich selbst erniedrigt. Wisst ihr, an welchem Moment Judas sich entschieden hat, Jesus kann nicht der Messias sein? Ellen White sagt, es gibt einen Moment, als Judas gesagt hat, okay, jetzt weiß ich, er ist nicht der Messias. Und da sagt sie das, als Jesus ihm die Füße wäscht. Sein stolzes Herz konnte diese Selbsterniedrigung nicht verstehen. Und das zeigt uns, wie sehr sozusagen Liebe und Stolz gegeneinander gehen. Das passt nicht zusammen. Und deswegen konnte Luzifer Gott nicht verstehen. Denn Gott ist die Liebe. Aber Luzifer wollte unbedingt sich selbst erhöhen, oder? Lass uns mal lesen in Jesaja 14, Vers 12 und 14. Jesaja 14 und dort Vers 12. Bis 14, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du überwältigende Nation? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Frage, welche Position hatte denn Luzifer im Reich Gottes? Genau, wie hoch? Er war der Höchste nach Gott. Er war der Größte. Er hatte die Position, die die Jünger haben wollten, sozusagen. Ja? Aber könnt ihr sehen hier? War er zufrieden mit dieser Position? Er war zwar schon der Größte im Reich Gottes. Er war das, was die Jünger alles, sie wollten unbedingt neben Jesus der Höchste sein, oder? Aber Jesus weiß, wenn ich so ein Denken habe, mich selbst zu erhöhen, reicht mir selbst die höchste Position nicht. Sondern, obwohl er die höchste Position hatte, die ein Engel haben konnte, wollte er was? Noch höher. Er wollte so hoch sein, er wollte selbst Gott sein. Das heißt, das Problem ist sozusagen nicht die Position, das Problem ist das Denken, ich will höher. Weil dieses Denken ist mit nichts zufrieden. Egal, also wenn Jesus dieses Denken erlaubt hätte, dann hätte es keine Position gegeben, mit der die Jünger jemals zufrieden gewesen sind. Und das sieht man ja auch im Leben von sündigen Menschen, von gottlosen Menschen. Ja? Man ist nie zufrieden. Und deswegen wusste Jesus, dass er hier sehr deutlich eingreifen muss. Nun, die Bibel sagt uns sofort, dass es in der Gemeinde anders sein soll, oder? Sollen wir in der Gemeinde uns fragen, wer soll die höchste Position haben? Wie kann ich jetzt irgendwie mehr Macht haben als der andere? Schauen wir mal zwei, drei Bibeltexte an. In Römer 12 und dort Vers 10. Was sagt die Bibel, was Gott sich wünscht über die Gemeinde? In Römer 12, Vers 10, dort steht, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor.
Jetzt, wenn man immer der Höchste sein will, kann man nicht für andere da sein, oder? Man kann andere höchstens benutzen, um ein bisschen höher zu steigen. Ja, man macht vielleicht eine Allianz, von der man profitiert, um dann irgendwie wieder höher zu steigen. Aber Gott möchte, dass wir nicht denken, wie kann ich davon profitieren? Wie kann ich mehr Macht und Ansehen haben? Gott möchte, dass wir dem anderen zuvorkommen. Noch ein Beispiel, das kennt ihr vielleicht auch ganz gut, aus Philipper 2, Vers 3. Philipper 2, Vers 3, dort heißt es, tut wie viel aus Selbstsucht? Nichts, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Also hier sagt der Paulus, Ehrgeiz, Stolz ist nichtig, führt zu gar nichts. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Hier ist der Test. Wenn ihr mal am Sabbatvormittag in der Gemeinde seid, ja, euch umschaut, könnt ihr von jeder Person sagen, dass ihr sie höher achtet als euch selbst. Das ist der Test, ja. Und wenn wir den mal ganz ehrlich auf uns anwenden, dann merken wir manchmal in unserem Leben, wir brauchen noch mehr von der Liebe Gottes. Wie die Jünger sind wir vielleicht zu schnell dabei, uns ein bisschen besser zu fühlen als jemand anders. Das ist nicht nur auf Pharisäer beschränkt, dieses Problem. Ja? Das ist ein Problem der Sünde selbst. Und solange wir immer wieder auch Sünde in unser Leben einladen, solange werden wir mit diesem Problem auch immer zu kämpfen haben. Es gab auch in der Urchristenheit solche Probleme. Schaut mal in 3. Johannes. 3. Johannes, selten gelesen, aber ein ganz tolles Buch eigentlich, genau wie 2. Johannes auch. Da sagt Johannes, in 3. Johannes, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Ja? Da sieht man, was das Problem ist. Wenn jemand Macht in der Gemeinde an sich reißt, dann fängt er an, auch ungerecht zu sein. Ja? Den Johannes wollte er nicht mehr aufnehmen, ja? Hat andere aus der Gemeinde ausgeschlossen. Wenn solche Maßnahmen ergriffen werden, ja, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass hier Macht im Zentrum ist. Und eigentlich, warum erhöhen sich Menschen selbst? Warum hat Luzifer sich selbst erhöht? Was ist eigentlich der Grund? Warum kommt ein Mensch auf die Idee, ich muss das da oben haben? Warum kommt ein Mensch auf die Idee, ich nehme mir das jetzt selbst? Ja. Das heißt, wenn die auch nicht verstehen oder manchmal den Abendmahl, Jesus hat deutlich gesagt, eine von euch, und die wusste nicht, das heißt, er immer sagte oft, dass der Feind ist, oft ganz nahe. Ja, das stimmt. Wie kommt es, dass ein Mensch oder auch ein Engel zur Überzeugung kommt, ich nehme mir das jetzt einfach selbst? Wann denkt ein Mensch, ich muss mir das jetzt selbst nehmen? Immer dann, wenn er nicht mehr glaubt, dass es ihm gegeben wird. Mit anderen Worten, der Luzifer hat angefangen, sich selbst zu erhöhen, in dem Moment, als er angefangen hat zu zweifeln, ob Gott nur das Beste für ihn will. Denn wenn es einen allmächtigen Gott gibt, der nur das Beste für mich will, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Dann werde ich alles bekommen, was ich brauche, oder? Dann werde ich nur das Beste bekommen, was ich überhaupt haben kann. Da muss ich nicht denken, oh, wie komme ich daran, weil ich habe ja den Besten, den es überhaupt gibt. Wenn ich ihm glaube und vertraue, brauche ich mich nicht selbst erhöhen, weil er sorgt für mich. In dem Moment, wo ich Zweifel bekomme, ob Gott wirklich das Beste für mich will und ob er wirklich immer für mich da ist, denke ich, naja, aber ich will das, vielleicht wird es Gott es mir nicht geben, dann nehme ich etwas selbst. Ja? Das ist, wenn Leute denken, oh, ich möchte unbedingt glücklich sein und ich glaube, ich muss verheiratet sein, um glücklich zu sein, aber Gott schenkt mir keinen Partner nach seinem Plan, also nehme ich mir einfach selbst einen. Ja? Das ist so, ich möchte gerne weise sein, ja, das ist ein Wunsch, aber vielleicht enthält mir Gott etwas Weisheit empor, deswegen nehme ich mir selbst von der Frucht und dann werde ich weise. Das ist immer dasselbe Spiel. Selbsterhöhung ist eigentlich immer nur ein Symptom für mangelndes Vertrauen in Gott. Ja, das bedingt einander. Ja, selbst, und wer sich selbst erhöht, der verliert immer mehr die Fähigkeit, dann Gott zu vertrauen. Aber wenn Vertrauen zu Gott das Entscheidende ist überhaupt, ist Selbsterhöhung so unglaublich tödlich. Ja? Und deswegen wusste Jesus, er kann nicht einfach sagen, naja, also jetzt halblang. Er musste das Problem an der Wurzel packen. Schaut mal, was er macht in Markus 9, Vers 35. Das ist sehr interessant. Markus 9, Vers 35, Ellen White sagt, wisst ihr, was sie sagt?
sie sagt, Jesus war da in diesem Haus, ja, und seine 12 Jünger über ihn und die fragen ihn, ja, also wer ist jetzt der Höchste? Wisst ihr, was Ellen White sagt? Ellen White sagt, Jesus hat in dem Moment sich zurückerinnert an die Szene 4000 Jahre zuvor oder ungefähr im Himmel, als Luzifer sich selbst erhöht hat. Ja, also die Jünger dachten, sie stellen einfach nur eine Frage, ja, wer jetzt nun endlich der Ministerpräsident wird. Ja. Aber Jesus hat in diesem Gespräch mit diesen 12 Jüngern, mit diesen paar Fischern und den anderen Männern, hat er sich erinnert, dass sich hier jetzt möglicherweise genau das Gleiche wiederholt, was er vor tausenden Jahren am Thron Gottes erlebt hat, als sein bester Freund, sich selbst erhoben hat. Denn wenn Luzifer sich selbst erheben kann und von Jesus abfallen kann, dann kann das Petrus auch. Denn Luzifer hat eine größere Freundschaft zu Jesus gehabt als Petrus. Ja, Luzifer kannte Jesus besser als Johannes. Luzifer war sündlos. Ja? Und der konnte sich durch Selbsterhebung völlig ruinieren. Deswegen war es absolut klar, wenn nicht bei Petrus und Johannes und bei Jakobus nicht etwas grundsätzlich sich ändert, sind sie verloren. Seht ihr, was ich meine? Jesus sah, dass hier dasselbe Prinzip wieder auftaucht. Wie oft sieht er vielleicht in unserem Leben, in unseren Familien oder in unseren Gemeinden, dass sich der alte Kampf im Himmel, er ist entstanden, der Kampf im Himmel, wiederholt. Zwar nicht mit Lichtschwertern, ja, oder, also aufs Lichtschwert gegen, weiß ja nicht, aber nicht mit den tausenden Engeln buchstäblich, aber dieselben Prinzipien, ja. Ja. Genau, absolut, das ist ein Kampf. Jetzt schauen wir mal Markus 9, Vers 35. Was macht Jesus? Markus 9, Vers 35. Die Bibel sagt, wer mag mal lesen? Wer mag mal lesen? Markus 9, Vers 35. Genau, es heißt, und er setzte sich. Warum setzte er sich? Warum heißt es, er setzte sich? Wann sagt die Bibel, dass Jesus sich setzt? Im Neuen Testament. Bei der Bergpredigt? Bei der Bergpredigt, wenn er im Boot die Menschen lehrt und in Nazareth am Sabbat heißt es, er setzte sich. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, sitzen war die Predigthaltung. Wenn Rabbis gepredigt haben in der Synagoge, haben sie sich hingesetzt. Sie haben die Bibel vorgelesen, ja, den Schrifttext, und dann kam die Predigt und dazu haben sie sich gesetzt. Sitzen war ein Ausdruck von Autorität, jetzt lehre ich euch. Was hier eigentlich gemeint ist, ist nicht, Jesus setzt sich hin und sagt, ich kann nicht mehr stehen. Er sagt, okay, hört mal zu, jetzt lehre ich euch. Ihr hört jetzt eine Predigt, und zwar eine ganz, ganz wichtige, hört man mir genau zu. Eine quasi Privatpredigt sozusagen. Aber er will damit deutlich machen, was ich jetzt sage, ist nicht so bei Jesus ist nie aus der Hüfte geschossen, aber ihr sollt wissen, wie feierlich das ist. Ellen White sagt, er war sehr taktvoll, aber mit feierlichem Ernst sagt er ihnen jetzt, wenn jemand der Erste sein will, soll er was sein? Ein Diakonos, sagt das Griechische. Wisst ihr, was Diakonos ist? Ein Diakon. Und ein Diakon ist griechisch nicht ein Sklave nur. Ein Sklave ist jemand, der sagt, okay, was immer ich aufbekomme, das mache ich. Ein Diakon ist jemand, der aktiv hilft. Ja? Ein Sklave ist jemand, der sitzt und sagt, okay, ich warte, bis mein Meister mir einen Auftrag gibt, dann mache ich ihn halt, ja, wie ein Angestellter. Aber ein Diakon, der wartet nicht erst auf einen Befehl. Ein Diakon, der geht den anderen hinterher. Ja? So in der Diakoniearbeit auch. Ja? Da wartet man ja nicht, bis man angerufen wird, sondern der Diakon, der wird aktiv. Also jemand, der aktiv anderen hilft und aktiv anderen dient, der ist der Höchste im Himmel. Wisst ihr, was das heißt? Niemand dient so viel anderen aktiv wie Gott. Denn Gott ist der Höchste im Himmel. Gott ist der Höchste im Himmel allein schon deswegen, weil er mit Abstand der größte Diener ist. Und das macht ja die Fußwaschung deutlich. Ja, Jesus dient denen, die unter ihm sind, und zwar aktiv. Er wartet nicht, bis er gefragt wird, er geht den ersten Schritt. Und
Das ist ein so fundamentales Prinzip, dass Jesus es so deutlich jetzt sagt. Um das noch zu verdeutlichen, macht Jesus jetzt Folgendes. Schaut mal mit mir in Matthäus Kapitel 18 und dort Vers 2. Die Jünger haben sich wahrscheinlich wie oft gedacht, ja was, wie, dienen? Ja. Und ihr wisst ja, das war nicht das letzte Mal, dass er diese Lektion geben musste. Ja. Aber er macht es hier mit großer Deutlichkeit. Jesus, Ellenwald sagt, jetzt, Jesus hat sich darauf vorbereitet, dass jetzt in den nächsten Monaten er sterben wird. Das Kreuz war vor ihm, ja. Und seine eigenen Jünger, seine engsten Mitarbeiter, die einmal die Botschaft vom Kreuz in die ganze Welt tragen sollten, hatten eigentlich das Prinzip vom Satan im Herzen, ja. Er musste ihnen jetzt deutlich sagen, so nicht. Jetzt schaut mal in Markus, in Matthäus 18, Vers 2. Wer mag mal lesen? Genau. Er ruft jetzt ein Kind, das vielleicht in der Nähe war, und sagt jetzt, schaut euch mal dieses Kind an. Er illustriert, was er sagen will, an einem Kind. Kennt ihr Menschen im Alten Testament, die so demütig waren, dass sie gesagt haben, ich traue mir meine Aufgabe eigentlich nicht zu, ich bin ja eigentlich wie ein Kind? Ja, Mose hat gesagt, ich traue mir die Aufgabe nicht zu. Salomo hat gesagt, ich bin ja nur wie ein junger Bursche, ich weiß gar nicht, wie ich ein- und aussehen soll. Ja, David war ein toller König, aber ich bin so unerfahren, ja, und Gott gibt ihm all die Weisheit, die er braucht. Jeremia sagt dasselbe, er sagt, ich bin doch noch ein Knabe, ich bin viel zu jung, ich kann gar nicht, ja. Und gerade diese Menschen, die sich ihrer eigenen Unwürdigkeit bewusst waren, die nicht gesagt haben, ja, ich kann schon, ich würde mich gerne bewerben, ich würde gerne Prophet sein, ja, ich würde gerne Ministerpräsident, ich würde gerne Außenminister werden, ja, sondern die gesagt haben, ich kann es eigentlich nicht. Das sind die, die dann die größten Männer und Frauen Gottes gewesen sind. Ellen White ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, ganz genau. Und jetzt schauen wir, was passiert. Bevor wir in Matthäus weiterlesen, noch ein kleines Detail, das fand ich so schön, in Markus 9. Bevor jetzt Jesus über das Kind redet, macht er noch was. Das ist jetzt vielleicht hier nur eine Fußnote, aber sie ist echt schön. In Markus 9, Vers 36, er nimmt das Kind also, er ruft es zu sich, stellt es in die Mitte, aber bevor er über das Kind redet, macht er noch was. Schaut mal in Vers 36. Markus 9, Vers 36, wer mag das mal lesen? Ist doch schön, oder? Er holt das Kind einfach nicht nur und sagt, hey, ich brauche dich mal. Er nimmt das Kind und bevor er es als Illustration nimmt, umarmt es und sagt, hey, hab dich lieb. Ja? Das übersieht man vielleicht, aber das zeigt, Jesus hat das Kind nicht einfach nur benutzt als Illustration. Er hat dem Kind seine Liebe gegeben, hat es umarmt, gesagt, es gibt zwar ein wichtiges Problem, ja? Seine eigenen Jünger müssen vielleicht eine der größten Wahrheiten lernen aller Zeiten, aber Jesus hat trotzdem Zeit, um ein Kind zu umarmen. Das ist auch interessant. Ja? Er hat nicht gesagt, du, vielleicht später mal. Ja? Er nimmt sich erst Zeit für das Kind, umarmt es und dann redet er über das Kind. Schaut mal in Matthäus 18 jetzt zurück. Matthäus 18 und dort Vers 3. Und er sagte etwas sehr, sehr Außergewöhnliches oder sehr Fundamentales. Er setzt sich ja. Hält eine Predigt jetzt. Wer mag mal Vers 3 lesen in Matthäus 18? Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger nicht wussten, was sie sagen sollten. Jesus sagt erstmal wahrlich. Ihr wisst ja, was heißt wahrlich? Amen. Er sagt also, zu wem hat Jesus was ganz Ähnliches gesagt? So auch wahrlich, wahrlich, wenn nicht so, dann wirst du gar nicht ins Reich der Himmel kommen. Nikodemus, oder? Da waren die Jünger nicht dabei gewesen, das hat Johannes erst später von Nikodemus mal erfahren, aber es war die gleiche Sache. Ja, Nikodemus kommt und sagt, wir wissen ja, du bist ein Lehrer, nicht wahr? Und wir sind ja auch so gebildet, ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen diskutieren, was du weißt, was wir wissen. Ja. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst völlig von vorne anfangen. Das ist noch ganz von vorne, du musst von neuem geboren werden. Sonst kannst du das Reich Gottes gar nicht sehen. Ist es nicht interessant? Sie, die Jünger, haben überlegt, also wir sind ja schon Freunde von Jesus, ja, wir sind seine Jünger. Jetzt ist nur die Frage, wie hoch ist unser Posten? Wie viel Geld können wir rausschlagen sozusagen? Ja? Jesus sagt, so wie ihr jetzt seid, Achtung, werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel kommen. Könnt ihr das sehen? Geschweige denn, also von, da ist keine Rede von Position oder hoher Position. Wenn ihr so denkt, könnt ihr nicht einmal die kleinste Position haben. Jesus hat einmal gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer weit übertrifft, werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel kommen. Könnt ihr sehen? Schaut mal. Und jetzt hört mal gut zu. Die Jünger haben viel mit Jesus erlebt.
Sie haben viele Erfahrungen mit Jesus gemacht. Drei von ihnen hatten gerade Jesus in seiner Göttlichkeit gesehen. Und sie dachten, weil sie so viel mit Jesus erlebt haben, weil sie so große Erfahrungen gemacht haben, sicherlich sind sie schon in einer ganz hohen Position. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht ein neues Herz habt, dann ist das alles gar nichts. Alle Erfahrungen, die ihr mit Gott gemacht habt, alle großen Ereignisse, die ihr gesehen habt, alle Predigten, die ihr gehört habt, nützt gar nichts. Wenn ihr so denkt, wie ihr jetzt denkt, habt ihr zwar viel erlebt, aber ihr werdet das Reich Gottes nicht erleben. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wie oft denken wir, ich habe so viel mit Gott erlebt, sicherlich bin ich schon ziemlich weit unterwegs, ja? Aber das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, wie wir denken und ob wir andere höher einschätzen als uns oder uns selbst höher einschätzen. Ja, das Interessante ist, warum Jesus sofort so scharf sagt, bei Nikodemus hier, wir inneres Malen Jesus so schön, so barmherzig und gütig. Ja, Ellenweit sagt, es war voller Taktgefühl, aber sehr fein ausgedrückt. Hat sie nicht verletzt. Hat nur gesagt, wisst ihr, ihr seid total auf dem falschen Dampfer. Ihr seid auf dem Holzweg. Im Griechischen heißt es sogar, so werdet ihr unter keinen Umständen in das Reich der Himmel kommen. Keineswegs. Garantiert nicht, kann man das Griechisch übersetzen eigentlich. Also nicht, also so, er sagt, das ist, ihr müsst in diesem Denken umkehren. Kein Mensch kommt in den Himmel, der sich selbst erhöht. Die Engel würden alle protestieren. Man kann ein schwacher Mensch sein, man kann vergesslich sein, man kann alle möglichen Fehler haben, die Gott dann einem vergibt und einen heilt davon. Aber wenn man sonst die Bibel kennt und sonst tolle Erfahrungen mit Gott gemacht hat, aber sich selbst erhöht, würde Gott einen niemals in den Himmel nehmen. Also wie könnte er? Er hat Luzifer deswegen rausschmeißen müssen und der war sein bester Freund. Selbsterhöhung ist viel tiefer in uns, als wir vielleicht denken. Und wir sehen also, nur weil wir getauft sind und mit Jesus gehen, heißt das nicht, dass wir nicht auch mal wirklich nochmal ganz von vorne in unserem Herzen uns fragen müssen, wie steht es eigentlich wirklich um mich? Schaut mal in Vers 4 jetzt. Wer mag mal lesen? Matthäus 18, Vers 4. Matthäus 18, Vers 4. Ganz genau. Also sagt nicht, dieses Kind erniedrigt sich, ihr müsst euch erniedrigen, sondern wer sich selbst so gering einschätzt, als ob er nur ein kleines Kind ist. Ja? Die Jünger haben ja oft, auch später gibt es solche Geschichten, wo sie denken, Kinder, wer braucht denn Kinder? Ja, jetzt sind wir es mal dran, naja. Aber Jesus wollte ihnen sagen, schaut mal, wenn ihr dieses Kind seht, was denkt ihr? Denkt ihr dann, dass ihr wichtig seid oder seid ihr bereit, euch auf diese Ebene zu begeben von so einem kleinen Kind? Denn was macht Kinder aus? Wie sind Kinder so? Was haben Kinder so für Eigenschaften, so kleine Kinder? Die ihr hier gemeint haben könnte. Sie sind harmoniebedürftig, oder? Sie sind meistens, also nicht besonders skeptisch, oder? Was sollst du sagen? Freudig. Sie vertrauen implizit, ja? Wenn Mama was sagt, dann sagen sie nicht, ach, könnte das überhaupt stimmen? Was sagt die Wissenschaft dazu? Ja? Sie vertrauen einfach, oder? Und Ellenweit spricht auch über diese Punkte. Sie vertrauen, sie sind voller Liebe, ja? Und so sollen wir auch sein. Interessant ist, dass diese Idee, wer sich selbst erniedrigt, ist wie ein Kind, aus dem Alten Testament stammt, und zwar aus einem Psalm, der nicht so oft gelesen wird. Schaut mal, Psalm 131 ist einer der kürzesten Psalmen der ganzen Bibel. Nur drei Verse. Psalm 131, Vers 1 bis 3. Ein Psalm von David, ein total schöner Psalm. Man müsste ihn eigentlich öfter lesen. Jedenfalls an der Stelle sieht man, dass Jesus offensichtlich an diesen Psalm wohl gedacht hat wahrscheinlich. Psalm 131, Vers 1. Ein Wallfahrtslied von David, O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Könnt ihr es sehen?
Jemand, der David sagt, ich bin nicht stolz, sondern ich bin wie ein kleines Kind. Und da sieht man, woher Jesus diese Idee hat. Ja? Wenn ihr euch selbst erhöht, werdet wie ein Kind. Wie ein kleines Kind, das auf seine Mama vertraut, so sollt ihr auf euren himmlischen Vater vertrauen und nicht denken, wie kann ich mir selbst nehmen, was, damit der andere es nicht bekommt oder so. Ganz, ganz toller Vers. Die Bibel sagt ja ganz deutlich, Gott ist, wem ist er besonders nahe? Denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, oder? Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Schaut mal in 1. Petrus 5, Vers 5, wie man das ganz praktisch hier sehen kann. In 1. Petrus 5 und dort Vers 5. 1. Petrus 5 und dort Vers 5. Dort heißt es, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen. Also wer ist von der Unterordnung ausgenommen? Wer kann sagen, ich habe einen Freifahrtschein, ich brauche keine Unterordnung? Alle in der Gemeinde sollten sich einander unterordnen. Das ist wie in der Ehe, ja? Alle sollten sich unterordnen. Und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist, was Gott sich wünscht, dass wir den anderen höher einschätzen als uns selbst. Und was die Bibel auch sagt, ist, wenn wir uns demütigen vor Gott, was macht er? Er wird uns erhöhen. So wie Jesus auch sich gedemütigt hat, er hat sich freiwillig selbst erniedrigt und Gott hat ihn erhoben über alle Maßen. Was war mit Luzifer? Der hat sich selbst erhöht, wurde zu Satan. Was ist mit ihm passiert? Er wurde hinabgeworfen. Zum Ende. Ganz genau. In der Bibel kommt das öfter vor. Zum Schluss noch ganz kurz in Markus 9, wir sind gleich am Ende. In Markus 9 und dort Vers 37. Da gibt es noch ein interessantes Prinzip hier. In Markus 9 und dort Vers 37. Markus 9 und dort Vers 37, dort heißt es, der mag mal lesen. Genau, also Jesus sagt, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf, oder? Und wer mich aufnimmt, der nimmt den Vater auf. Also wer sich um dieses Kind kümmert, der kümmert sich, es ist, als ob er sich um mich kümmert. Schaut mal, ihr wisst ja, Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Ist Jesus der Vater oder sind es zwei verschiedene Personen? Zwei Personen, aber Jesus sagt, mein Vater identifiziert sich so sehr mit mir, dass was ihr mir sagt oder was ihr in mir seht, das ist auch vom Vater sozusagen. Und im Gegenzug sagt Jesus, so wie der Vater sich mit mir identifiziert, so identifiziere ich mich mit diesem Kind. Ja? Jesus sagt ja, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jetzt Interessante ist, diese Formulierung, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat, wandelt etwas ab, was Jesus den Jüngern schon mal gesagt hatte. Und zwar etliche Wochen oder einige Monate zuvor. Das schauen wir uns noch ganz kurz an. Und zwar in Matthäus. Matthäus Kapitel 10. Ihr erinnert euch vor einigen, schon bestimmt länger her jetzt, da haben wir mal in Matthäus 10 diese Predigt von Jesus studiert, wo er die Jünger zum ersten Mal ausgesandt hat. Diese erste Missionsreise. Könnt ihr euch daran erinnern? Das war so gegen Ende des Dienstes in Galiläa. Da hat er diese Jünger ausgesandt, hat ihnen genau gesagt, was sie machen sollten. Und dann am Ende hat er ihnen Folgendes gesagt. Schaut mal in Matthäus 10, Vers 40. Dort heißt es, Matthäus 10, Vers 40, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also fast das gleiche Bild, ja? Jesus und der Vater, aber hier geht es nicht um ein Kind, sondern um wen geht es hier? Um die Apostel, oder? Schaut mal, das ist jetzt total toll. Jesus sagt zu den Aposteln damals, hört mal zu, wenn ihr irgendwie Angst habt oder denkt, dass ich nicht mit euch bin, ja, ich identifiziere mich mit euch, ich bin bei euch. Wenn euch jemand aufnimmt, ist es so, als ob er mich aufnimmt. Was haben die Apostel wahrscheinlich gedacht? Oh, wir sind bestimmt ganz wichtig. Ja. Denn wenn Jesus sich so sehr mit uns identifiziert, dass wenn er aufgenommen wird und damit auch letztendlich der Vater, dann hätten sie vielleicht denken können, oh, dann sind wir vielleicht was ganz Besonderes, weil wer uns aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Aber Jesus sagt, wisst ihr was? Das, was für euch gilt,
gilt für jedes kleine Kind. Ihr seid nicht besonders als jedes Kind. Wenn ihr gedacht habt, nur weil ihr Apostel seid, habe ich mich mit euch identifiziert. Nee, wisst ihr, ich identifiziere mich genauso mit euch, mit einem kleinen Kind. Ihr habt vielleicht gedacht, ihr steht über dem Kind, ja, weil ihr seid ja Apostel. Aber nein, ihr müsst werden wie das Kind. Da ist kein Unterschied zwischen dem Kind und euch. Wenn ihr denkt, ihr seid was Besseres, habt euch getäuscht. Dann seid ihr gar keine echte Apostel. Und das heißt, ich Christopher und ihr, die heute hier seid und zuschaut, wir alle müssen uns fragen, haben wir das hier verstanden? Oder denken wir, naja, aber ich weiß halt doch ziemlich viel und habe schon viel Erfahrung und habe einiges bewirkt. Deswegen sollte ich schon auch eine geehrte Position haben. Ja, nicht zu alt, ich bin ja auch demütig, aber ein bisschen sollte man schon auf mich hören. Ja. Jesus zeigt sehr deutlich, die Befähigung, eine leitende Position zu haben, besteht darin, aktiv für andere da zu sein und wie ein Kind dem Vater zu vertrauen. Nicht auf sich selbst zu schauen, nicht zu schauen, was springt für mich dabei raus, sondern für andere da zu sein, weil das zeigt, dass wir wie Jesus sind. Wisst ihr, damit möchte ich schließen, Ellen White sagt einen außergewöhnlichen Satz. Sie sagt, und zwar sagt sie Folgendes: Hätte Luzifer wirklich gewünscht, dem Allerhöchsten gleich zu werden, hätte er niemals seinen Platz im Himmel verlassen. Denn der Geist des Allerhöchsten zeigt sich im selbstlosen Dienst. Er wollte die Macht, aber nicht den Charakter Jesu. Er hat zwar gesagt, ich will dem Allerhöchsten gleich werden, aber nur der Macht, nicht dem Charakter nach. Gott sehnt sich nach Menschen, die nicht seine Macht wollen, sondern seinen Charakter. Denn im Gegensatz zu seiner Macht können wir seinen Charakter haben. Seinen Charakter kann man erreichen. Seine Macht nicht, er ist Gott. Ja, wir werden niemals allwissend und allmächtig sein. Aber wir können so lieben, wie er geliebt hat. Und das hat er sich für die Jünger gewünscht. Und ich glaube, hier waren sie schon kurz vor dem Ende des Dienstes von Jesus. Ja, nur noch einige Monate. Wir stehen kurz vor der Wiederkunft. Vielleicht haben wir schon viel mit Jesus erlebt, aber vielleicht müssen wir neu darüber nachdenken, ob unsere Herzen wirklich mit Gott im Reinen sind und ob wir nicht umkehren müssen und so werden wie die Kinder. Das ist unser Wunsch. Lass uns gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass dein Wort zu uns spricht und uns in unserem Herzen trifft und dass es zur Erweckung führt, weil wir sehen, dass du unsere Gedanken kennst, du weißt, wie es wirklich um uns steht. Und Herr, gib doch, dass diese Worte, die wir heute gelesen haben, nicht an uns vorbeigehen, sondern dass jeder Einzelne von uns, auch alle, die es später sehen und hören werden, sich wirklich ernstlich fragt, ob nicht etwas von dem, was wir gelesen haben, auch uns betrifft, mich persönlich. Und dass wir dich von Herzen darum bitten, dass du uns an dieser Stelle ein neues Herz schenkst, dass du unser Denken veränderst und uns mit der Liebe erfüllst, die der Heilige Geist unser Herzen ausgießen möchte, dass wir so lieben, wie du geliebt hast, Herr Jesus. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.